Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute im Bikepark Winterberg unterwegs und wir wissen ja, es ist am Wochenende sehr voll, aber wir möchten trotzdem dem Bikepark Winterberg heute nochmal eine Chance geben, weil wir haben noch so Vorverkaufstickets gehabt. Von wann waren die Tickets? Im April konnte man die kaufen mit so einem Jubiläumsrabatt. Genau, also im April gab es so eine Aktion, vielleicht habt ihr das mitbekommen, da konnte man Tickets vorab kaufen, ein bisschen günstiger als die anderen. Die haben wir immer noch nicht eingelöst, weil wir einfach nie nach Winterberg gefahren sind. Heute dachten wir, yo, fahren wir einfach mal spontan nach Winterberg und checken mal das Ganze aus. Einfach ein bisschen Spaß haben und mal gucken, wie es so ist. Ich war das letzte Mal mit Marc da, das war auch das einzige Mal, wo ich bisher in Winterberg war. Das heißt, ja, eigentlich fast wie ein neuer Bikepark heute. Let's go. Damit wir direkt eine Abfahrt Richtung Lift haben, parken wir mal oben am Schneewittchenhaus und rollen dann den Schneewittchen-Trail oder den Ferry-Trail runter zum Lift. Ich finde die zwei neuen blauen Lines in Winterberg, die, meine ich, letztes Jahr dazugekommen sind, sind mega gut zum Warmrollen und nicht direkt super schnell wie zum Beispiel die Flow Country. Denn wenn man dort richtig laufen lässt, dann ist es schon ziemlich schnell und das Risiko ist schon groß, dass man irgendwie am Anfang mal stürzt. So Leute, wir sitzen mal wieder im schnellsten Lift von Winterberg und ja, es ist leider doch recht voll. Ich bin jetzt gespannt, wie voll unten der Lift ist. Auf jeden Fall hat Winterberg auf keinen Fall seinen Hype verloren, auch wenn Greenhill super krass viel nachgezogen hat, Willingen zieht nach. Ich glaube, Winterberg bleibt irgendwie trotzdem bei den Leuten im Kopf das Ding Nummer 1. Wir fahren auf jeden Fall jetzt mal im schnellsten Lift aus Winterberg hoch, fahren mal die anderen Strecken. Ich weiß nicht, willst du die Enduro-Strecken heute fahren? Weiß ich noch nicht, müssen wir schauen. Also ich fühle mich heute eigentlich gar nicht so super fit. Ich denke, ich werde es ganz, ganz, ganz ruhig angehen lassen heute. Aber ich kann ja ein paar Mal der Michi hinterher fahren, weil ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Idee haltet, dass die Michi einen YouTube-Kanal macht. Schreibt mal in die Kommentare.
Sushi. Ja. Ich sehe den Brunner, den neuen Stepdown da vorfahren. Okay. Hast du? Ja. Yes. Oh, ich hab mein Ding verloren. Schoner. Setz mal Schluss auf. Ich brauch dringend neue Leute. Bin ich ein bisschen aufgeregt. Darf ich fahren? Ich würde auch eigentlich, glaube ich, gern versuchen zumindest. Okay, nee. Okay, Leute, das Ende der Downhill ist irgendwie komplett anders, haben wir gerade gesehen. Das wusste ich irgendwie nicht. Yes! Fahr weiter! Also technische Sachen fällt dir mittlerweile richtig krass gut. Hier weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo jetzt hier was lang geht. Ach, scheiße. Ich wusste nicht, wo man reinfährt. Wir starten rein in die erste Pause-Runde. Das heißt, ich fahre mal runter zum Auto. Und hier gibt es eigentlich noch so ein Feature. Das bin ich noch nie gefahren. Also weder im Lüftchen oder nach dieser Drop. Da hat man zu wenig Speed. Das ist kein Ding. So Leute, ich melde mich wieder aus dem schnellsten Lift aus Winterberg. Wir haben eine kurze Pause gemacht, weil ich brauche immer so zwischendurch so ein bisschen Zucker für neue Energie beim Mountainbiken. Wir fahren jetzt nochmal hoch, ich wollte schon sagen, wir radeln nochmal hoch. Und dann hätte ich eigentlich Bock, auf die Bruce Lee mal zu fahren, so ein paar Sprünge, die Bruce Lee, ranzutasten. Weil ich habe irgendwie heute Schiss vor Sprüngen. Ich weiß nicht warum, was da los ist, aber irgendwie ist da heute nicht so mein Tag. Und die Bruce Lee hat ja so, die Jumps, die funktionieren eigentlich ganz gut so. Und ich glaube, das ist ganz gut, um ein bisschen Selbstbewusstsein zu tanken. Bist du dabei? Ja. Oder fährst du doch North Shore? Nee. Nee?
Michi ist immer so heiß auf die North Shore hier. Der zweite Abschnitt. Ist das der zweite Abschnitt, wo es so tief runter geht? Ich glaube, der dritte. Der dritte Abschnitt. Das, sowas ist einfach nichts für mich. Krieg ich Höhenangst. Funktioniert nicht. Ja, wir schauen mal. Ich hoffe, da ist nicht so voll. Weil auf Loose Lee ist ja immer sehr, sehr hochfrequentiert. Aber einige neue coole Sachen. Die Enduro-Lines sind wir jetzt heute noch gar nicht gefahren. Weil ich da ehrlich gesagt gar nicht weiß, was uns erwartet. Mir da noch nicht so die Videos zu angeguckt. Aber der neue Downhill, das Downhill-Ende, vielleicht ist auch vorher was Neues, sind wir auch noch nicht gefahren. Das fand ich schon richtig cool. Besser als das alte auf jeden Fall. Ich glaube, das ist vom Dirt Masters noch übrig geblieben. Ziemlich cool. Auf jeden Fall tut sich hier auch so ein bisschen was, wie in allen Parks. Und das ist, glaube ich, ganz gut. So, die Konkurrenz belebt das Geschäft, ne? Alle geben sich mehr Mühe. Das heißt, hier passiert auf jeden Fall auch ein bisschen was. So, mal warm rollen auf der Loose Lee. Abschnitt 2, Loose Lee, kurz durchgeatmet. Thank you.
Schlange, das aber hier drin ist. Und Freddy Murphy. Ich will einmal gucken, was da ist. Ja, der Einstieg sieht schon direkt richtig scheiße aus, Leute. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da jetzt so Bock drauf habe. So. Das drück ich mal hier an. Oh je, ey. Drop, aber den kann man auch. Wow, okay! Okay, mich geht drüber. Okay, hier weiß ich nicht, wo lang. Ja, fahr rechts. Hier ist was drin. Scheiße, Killer gedrückt. Hier ist schon vorgeballert. Ich hoffe, man das hier kennt eigentlich. Ganz cool. Ah, hier müsste man hoch. Da müsste man einfach oben rein fahren und dann bekommt man die Linkskurve, weil man so reinstechen kann. Okay.
Oh, der hat einen Whip gemacht, hast du gesehen? Sau machen. So Leute, ich hoffe, der Ausflug mit uns nach Winterberg hat euch gefallen und wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Um nichts mehr zu verpassen, lasst unbedingt ein Abo da, aktiviert die Glocke, so werdet ihr auf jeden Fall benachrichtigt, wenn neue Videos online kommen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.